Es sollen für ein Seniorenheim 300 Apfelsinen und 200 Bananen in Tüten mit gleichem Inhalt verpackt werden. Es sollen so viele Tüten wie möglich sein, damit alle Senioren eine Geschenktüte erhalten werden. Frage: Wie viele Tüten werden vorgesehen und wie viel Apfelsinen und Bananen wird jede Tüte enthalten? Nehmen wir einmal an, wir sehen 50 Tüten vor. Dann wird jede Tüte 300 geteilt durch 50, also 6 Apfelsinen enthalten und 200 geteilt durch 50, also 4 Bananen enthalten. Somit erkennen wir deutlich, dass die Anzahl Tüten ein gemeinsamer Teiler von 300 und 200 sein muss. Und da wir so viele Tüten wie möglich vorsehen sollen, suchen wir also den größten gemeinsamen Teiler von 300 und 200. Also zerlegen wir diese zwei Zahlen in Primfaktoren. 300 kann man durch 2 teilen, so erhält man 150. Die Zahl ist immer noch teilbar durch 2, so erhalten wir 75. 75 ist aber nicht mehr teilbar durch 2, aber durch 3, so erhalten wir 25. 25 ist nicht mehr teilbar durch 3, aber durch 5, so erhalten wir 5. Und 5 geteilt durch 5, das macht 1. Wir machen dasselbe bei 200. 200 geteilt durch 2 ist 100. Geteilt durch 2 macht 50. Geteilt durch 2 ist 25. Geteilt durch 5 macht 5. Geteilt durch 5 macht 1. Die Primfaktorenzerlegungen von 300 und 200 sehen also so aus. Die 300, das ist 2 hoch 2 mal 3 mal 5 hoch 2. Und die 200, das ist 2 hoch 3 mal 5 hoch 2. Also so. Da wir den GGT von 300 und 200 suchen, berücksichtigen wir nur die gemeinsamen Faktoren und das mit der kleinsten Hochzahl. Also so. 2 ist ein gemeinsamer Faktor mit Hochzahlen 2 und 3, wovon die kleinere die 2 ist. Also schreiben wir 2 hoch 2. 3 ist kein gemeinsamer Faktor, aber 5 mit Exponent jeweils 2. Der kleinste Exponent ist also diese 2. Und 4 mal 25, das macht 100. Also werden 100 Tüten vorgesehen. Jetzt überprüfen wir noch, wie viele Apfelsinen und wie viele Bananen in jede Tüte verpackt werden sollen. 300 Apfelsinen geteilt durch 100 Tüten, das macht 3. Und 200 Bananen geteilt durch 100 Tüten, das macht 2. Also, jede Tüte wird 3 Apfelsinen und 2 Bananen enthalten. Die Übung ist beendet.